Unter schallerndem Dröhnen zieht eine unglücksverheißende Böe des Windes der Fäulnis durch unsere liebliche kleine Plantagensiedlung und kündigt damit die nächste Katastrophe an, die wahrscheinlich unser aller Schicksal entscheiden wird. Und je nachdem, wie wir uns nun beweisen, kann es gut oder schlecht für uns ausgehen. Entweder wir werden der Frucht unserer letzten Bemühungen, diesem Nachzügling des Baumes der Weisheit, komplettes neues Leben einhauchen, oder alles, was wir bisher geschafft haben und damit auch das Leben all unserer Bewohner, wird ein für alle Mal platt gemacht, und damit würde all das, was wir bisher in den letzten 43 Folgen geschaffen haben, zunichte gemacht werden. Das wollen wir nicht. Deshalb greifen wir gemeinsam an den einen Controller, den ich hier in meinen Händen halte. Ich wirklich physisch, so wie ich es jetzt gerade tue, und ihr mental. Mit eurer Macht umwickelt ihr mich und meine Fäuste und meine Hände, die hier um den Controller und diese Steuerpnüppel liegen. Und ihr versucht mich in die richtige Bahn zu werfen. Ihr versucht mich zu steuern und zum Glück zu führen. Hier und jetzt in der 44. Folge von Dragonquest Builders 2 Hakaishin Shido Tokarapono Shima. Es kommt zum Kampf der Entscheidung hier auf der grünen Insel Monsola. Denn nur noch ein kleiner Tropfen, der genügt, um den Baum aufblühen zu lassen. Den wollen wir haben, doch die Ressource, die wir dafür brauchen, hat kein gewisserer als der Sektenführer dieser Insel. Der großgewachsene Riesenprimat, der uns terrorisiert und tyrannisiert und der das Leben von Magie geraubt hat. Und das wollen wir natürlich jetzt rächen. Wir wollen zurückschlagen. Und ich hoffe, wir sind gewappnet. Ich weiß es nicht. Wir sollten vielleicht erstmal gucken, dass wir auch genug Medizin und zugleich alles mit uns mitnehmen. Hier sind ja ein paar Büsche gewachsen. Sind die denn schon erntbar? Nee, das haben wir jetzt einfach nur Gräser. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was wachsen. Wir müssen Wasser drunter. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir haben ein paar Medizinsäckchen. Wir haben ein bisschen Geschnetzeltes noch im Pedo. Und ansonsten können wir noch ein paar Tomaten mitnehmen. So. Die nehmen wir auch noch mit in den großen Kampf hinein. Um uns dann auch wohlgenährt den gegnerischen Angriffen zur Wehr zu setzen. Denn ich glaube, das wird ein heftiges Gewitter einer diversen Anzahl vielfältiger, monströser Killerattacken, die gleich über uns herregnen werden. Und wir werden jetzt wirklich, wir werden uns am Riemen reißen und uns darauf konzentrieren, dass dieser Sieg unser Sieg sein wird, ne? So. Ich brauche ganz viel Kohl für meine Herausforderung jetzt. Das steht fest. Und dann gucke ich mal ganz kurz, könnten wir denn mal hier einfach nochmal Dreieck drücken und damit Zeton beschwören. Sprich, die große Ordnung im großen Chaos. Und dazu gucke ich nochmal kurz. Ich habe ja ein bisschen fernab des Let's Plays, offscreen sozusagen, im realen Leben gegrübelt. Und zwar über die Tatsache, ob ich mich nicht vielleicht im Vorfeld noch ein wenig hier abschotten sollte. Meine Basis vielleicht noch hier und dort ein wenig hoch, ein bisschen noch schöner machen oder hier unten den Graben noch einmal rumziehe, die Palisadenwand empor wachsen lasse. Allerdings kam dann so ein kleiner Geistesblitz auf mich zu und hat gesagt, ey, Kudano, nee, ich denke an den ersten Teil, die Endgegnerkämpfe im ersten Teil, was da so war, ja? Mit hier, auf einmal erscheint er und alles sieht anders aus und dann macht er einen Hieb und alles ist kaputt. Das wollen wir nicht. Deshalb wagen wir uns jetzt nochmal in den Kampf und können danach immer noch alles daran setzen, unsere Mission zu erfüllen, den Baum dann wachsen zu lassen und womöglich auch unsere Siedlung weiter wachsen lassen. Jetzt aber, warum sind denn hier Blumen gewachsen? Bitte, was ist denn hier los? Shido, wir reden jetzt mit dir. Ich gucke mal, ich habe hier noch ein paar. Warte, Moment, einmal gehe ich noch so. Ach, geh mal weg, du Lutschgespenst. Ich will mal kurz hier hingehen. Einmal zur Werkbank. Hier in unserer Main Base. Und da lasse ich dann doch noch einmal hier ein paar schöne Kräutersäckchen zurecht machen. 12 Stück, das reicht. Massig und sonst viel, ja. Und jetzt, Shido, komm mal her, du. Wir wollen unseren Bewohnern die Angst nehmen und sprechen nun mit unserem Raufbold Shido. Der sagt, Kudando, dieses Gefühl, diese Vorahnung, zweifelsfrei. Wir werden angegriffen
von den Truppen Hibabangos. Das ist für uns eigentlich ganz gut. Die beste Gelegenheit, wir sind im Vorteil, denn sie greifen uns an. Und zunächst sollten wir die Untergebenen des Affen vernichten. Wie wär's? Bist du bereit für den Kampf? Und sowas von bin ich bereit. Also dann. Okay. Es ist soweit. Das ist die große Feier. Kurz vor der Vollendung des Baumes. Also, alle miteinander. Kurando, gebt euer Bestes. Kämpft! Okay. Ich hätte auch mal bessere Waffen ausrüsten sollen vielleicht. Ach, guck mal, ich war so nett. Ich habe eine Brücke für die erschaffen, dass sie gleich direkt reingehen können. Aber meine tödlichen Dornenstiche sollten sie davon abhalten, dass sie hier irgendwie Unbehagen auslösen können bei uns, ja? Oh, 52 Gegner insgesamt. Na ja, gut, 10 haben wir jetzt erledigt gleich. Ah, wenn die uns nicht immer hier in den Schlaf einwickeln würden, diese kleinen Frechdachs. Monstrosität. Ah, guck mal hier. Kämpfen sie unten im Graben weiter, ist auch nicht schlecht. Ach, guck mal, hier sind die Affen sind da reingeschützt und die machen auch von hier unten ganz schön Krawall. Und versuchen ja tatsächlich... Moment, kann ich denn hier mal ein paar Leiter noch hochsetzen? Hier von hier unten die Basis zu infiltrieren. Das finde ich ja gar nicht gut. Oh, vor allem, wenn hier schlechtes Wetter aufzieht. Okay. Okay. Ein großes Donnerraun und dann sind wir auch noch paralysiert durch einen hereinfallenden Blitz über uns. Der Graben war wohl nicht die beste Idee, denn dadurch sind unsere Mitstreiter natürlich auch gleich runtergefallen. Aber egal, er sieht schön aus und das ist das Wichtigste. Shido, komm mal hier oben hin. Schlacht da mal das Skelett hier mit mir, bitte. Wir versuchen hier wirklich mit ein paar gezielten kritischen Treffern die Energieanzeige von ihm zu dezimieren. Ich glaube, das ist auch besser, wenn ich normal schlage als aufgeladen. Und dann kriegen wir auch dieses Gerippe ein für alle Mal in sein Grab gestürzt. So, du glibberige Masse. Ich werde dich auch mal ganz schnell vernichten. Damit haben wir's. Gegen die Schnecken hätten wir am besten hier vor der Basis überall Salz ausstreuen sollen. Aber das haben wir jetzt natürlich verpasst. Oh, verdammt, das sind aber ganz schön viele. Meine Güte, die wollten aber die Massenkämpfe hier wirklich in ganz neue Höhen heben in dem Spiel. Guck das mal an, das ist ja richtig fantastisch. Oh, ich bin natürlich jetzt gelähmt. Warte mal, ich muss mal kurz hier. Erstmal ein bisschen cool. Und dann hoffe ich, dass die Erlähmung abebbt. Aber nee, man merkt schon, da haben wir was dran getan. Die Kämpfe sind tatsächlich sehr viel dynamischer aufgrund der Massen an Gegnern, die hier auf uns zuschütten. Jetzt kommen hier liebe Mangos Affenkollegen noch. Oh Gott. Die sind ganz schön groß. Und das gefällt mir. Also so Massenschlacht, das ist schon was für mich. Das fand ich schon bei Dragon Quest Heroes ganz cool. Und vor allem hat man es ja auch gesehen, oh, nach dem ersten Teil mit dem Sequel kamen dann auch noch viel größere Kämpfe auf uns zu. Das war auch eine feine Sache. Apropos, da freue ich mich tatsächlich drauf, wenn sie endlich mal den dritten Teil ankündigen. Hätte ich schon Bock drauf. Wobei, ich habe fast auf alles Bock, was aus dem Universum stand. Außer irgendwelche läppischen Handy-Games. Da kann ich mich nicht für begeistern. So. Ja, das war's. Die Monster, die es auf unsere Basis abgesehen haben, wurden vernichtet. Und der Kampf ist abgeschlossen. Aber das war nur die Vorhut. Das Eigentliche kommt nun. Okay, ich esse nochmal einen Kohl. Vielleicht noch zwei. Oder auch den dritten. Damit ich fit bin, jetzt zu sagen, ich will es. Die große Herausforderung, die große Eskalation. So, wir haben die kleinen Fische alle erledigt. Kleine Mistzeug. Und jetzt ist es soweit. Scheinbar ist Hibabango höchstpersönlich, der Dreckskerl, auf dem Weg hierher. Wenn wir ihn besiegen, dann sollten wir die Sekte von der Insel hier vertrieben haben. Und auf alle Fälle sicherlich das eine Blatt des Anfangs, was wir brauchen, um den Tropfen zu schaffen, kriegen. Mach dir keine Sorgen, sagt Dalton in einer anderen Stimme, deshalb verstehe ich die mal. Mach doch keine Sorgen, auch wenn die Gebäude zerstört werden. Wir werden sie wieder aufbauen. Also kämpfe, wie es dir gefällt. Und ja,
Das ist natürlich ein Zeichen für mich. Ich muss mir keine Mühe machen. Ich kann ruhig den Affen alles zerstören lassen. Ihr macht das eh wieder, ne? Jawohl. Lass es uns tun, Kurando. Bist du bereit? Bist du bereit? Hast du die Vorbereitung getroffen, um Hibabango ein für alle Mal zu vernichten? Jawohl. Es ist soweit. Ich habe auf diese Zeit gewartet, dass es endlich soweit ist. Ich werde ihn fertig machen. Für alle hier um uns herum. Und vor allem für Magil. Lasst uns ihn besiegen und das Grün zurückholen auf diese Insel. Los geht's. Kurando! Oha. Ist es soweit? Eine unglücksverheißende Aura zieht auf, die Finsternis erscheint und damit auch Hibabango, der große Affe, der Fäulnis mit sich bringt. Den Baum, den ich einst mal zerstört habe, habt ihr also wieder aufgebaut. Ja, yeah. Ich werde euch wahre Vernichtung zeigen. Diesmal werde ich euch so in Verzweiflung tränken, dass ihr nicht wieder aufstehen könnt. Shido, bist du fertig mit deinen sinnlosen Monologen, die du dort führst? Wenn ja, dann sind wir bereit, um dich nun endlich ruhig zu stellen. Chipako sagt, wir kämpfen mit dir. Wir werden den Baum beschützen. Und Dalton sagt, ja. Ja, auch wenn es ein riesengroßer Gegner ist, wir können uns mit ihm aufnehmen. Kurando, Chido, lasst uns gemeinsam ins Felde schreiten. Das sind gute Worte, die hier schwingt. Lasst uns ihn gemeinsam vernichten. Gugia! Wir haben Sand von euch. Ich werde euren Baum, den ihr hochgezogen habt, und alles andere werde ich dem Zerstörergott höchstpersönlich opfern. Und damit geht's los. Ich weiß nicht, wie wir gegen ihn kämpfen, wir werden es aber sehen. Er hat vor, unsere Basis zu zerstören. Okay, und ich kann vielleicht hier... Oh nein, nichts machen. Ich kann nichts bauen! Okay, und da bin ich natürlich in den Graben gestürzt, weil er tatsächlich gerade versucht hat, unsere Eingangshütte zu zerstören. Tschö, sagt Shido. Boah, meine Güte. Wenn er mit seinem großen Körpergewicht hier mehrmals gegen unsere Basis stößt, ja, dann wird der Baum wieder zerstört. Wir können ihn nicht aufhalten, wenn wir nur eine kleine Mauer oder sowas bauen, eine kleine Wand. Verdammter Mist. Wir müssen uns irgendeinen Weg überlegen, um ihn aufzuhalten. Vielleicht können wir mit Dornen agieren, wobei... Ich weiß nicht. Können wir hier Dornen platzieren? Erstmal müssen wir seine Affen erledigen. Er isst da hinten Bananen. Ist das vielleicht ein Hinweis? Können wir ihn damit aufhalten? So, erstmal müssen wir hier wieder raus zum Graben und die Brut vernichten. Und da seht ihr auch rechts, es sind 5 Untergebene von ihm erschienen, die wir jetzt erledigen können. Ah, okay, da sind überall Bananenschalen. Können wir die nutzbar machen? Ah, wir können sie nehmen. Hey, bist du unverletzt, Kurando? Tja, dieser Dreckskerl. Was? Also, ganz ehrlich, das ist ein widerlicher Anblick, was er da macht, dass er hier einfach frisst auf dem Schlachtfeld. Aber pass auf, er wirft hier mit schmutzigen Bananenschalen. Kann es sein, zufälligerweise, dass wenn wir sie benutzen, ihn vielleicht aufhalten können? Kurando! Benutze deinen Handschuh und nimm die Schalen auf. Vielleicht können sie dir irgendwie helfen. Hab ich doch schon gemacht. Chido, guck doch mal. So, kommt er an? Kommt er an? Komm her. Er will die Basis zerstören und visiert uns an. Kann er mal die Dornen hier gleich weg? Ah, okay. So, und jetzt können wir ihn angreifen. Das ist unsere große Chance. Und wir ziehen ihm einiges ab, wie wir sehen. So, ich schlag hier direkt zwischen seine Beine. Also bewusst natürlich. Oh, die Dornen mal weg, mal bevor die uns hier verwunden. Und dann, kommen auch schon die nächsten Affen. Eine richtige Affenparade.
die Affentanz zu. Aber auch deren werden wir her. So, komm hier. Ich tätowiere euch hier höchstpersönlich. Gebt ein schönes Motiv. Für euch da. Wir machen hier Schniedelwurz ins Gesicht rein und dir hier Konterfei deiner Mutter auf dem Arsch. So. So, damit. Nee, da ist noch. Irgendwo haben sich noch welche verkrochen. Ach, da unten. Aber da kümmert sich gerade Dalton höchstpersönlich drum. Ja, ja. Ich konzentriere mich so lange auf liebe Mango. Der jetzt wieder einen Angriff startet, höchstwahrscheinlich. So. Aber reicht da vielleicht nur die eine Banane? Ich nutze eine andere. Mal gucken, ob er die gleiche Route frontal nimmt. Nee. Er weicht aus. Okay. Jawohl. Haha. Mistkerl. Auf die Finte bin ich nicht reingefallen. Jetzt alle miteinander. Kommt her. Knöpft ihn euch vor. Ja. So, beim nächsten Mal dürfen wir ihn wahrscheinlich sogar vernichtet haben. Ich horte schon mal... Oh, die nächste Banane. Aber nee, es kommt erstmal zum Kampf gegen die größeren Kaliber. Jetzt haben wir 4 Kommandanten. Aber auch mit denen werden wir ganz sicher fertig. Oh, der große skeletale Schwinger war das. Der Knochentornado sozusagen. Aber dem werde ich auch noch seine letzten wieder ausrenken. Ja, bisher gestaltet sich der Kampf relativ leicht, muss ich sagen. Was natürlich mir ganz gut passt. Vor allem, wenn ich an den Golem aus dem ersten Teil denke, der mir wirklich meine Basis fast vollends auseinandergenommen hat. Bin ich doch ganz glücklich, dass wir hier scheinbar doch diesmal eine gute Partie darlegen. Und nun hoffentlich hier bei Mango endgültig vernichten. Er zielt auf mich. Oh nein. Boah, wie soll ich dem ausweichen? Das ist Wind der Fäulnis. Er ist noch wütender, weil er mich nicht getroffen hat. Und er lacht oder was? Nein, er bricht. Der Wind der Fäulnis. Er strömt ihn direkt aus und versucht mich damit tatsächlich fertig zu machen. Wir wissen aber auszuweichen. Boah! Auch wenn es sehr knapp ist. Jetzt komm schon. Greif uns an. Und er wagt es bestimmt wieder mit einer Finte, oder? Er will die Basis zerstören. Komm schon her. Wo wirst du diesmal angreifen? Hier? Wirklich? Nein, nämlich nicht. Okay. Er wird's hier tun, oder? Ja. Und rauf. Und jetzt alle miteinander. Greift an. Wir haben großen Schaden eben vollzogen, aber irgendwie sind meine Leute gerade nicht... Doch, da hinten. Von hinten kommen sie. Während ich hier seinen Vordermann attackiere und ihn besiege. Oh ja. Nicht auf unsere Basis stürzen. Aber kurz davor ist auch okay. Und damit löst sich der große Primat auf und wir haben einen Sieg zu verkünden und damit auch das Blatt des Ursprungs. Der Kampf ist abgeschlossen. Wir haben gesiegt. Jawohl, darauf erstmal abklatschen. Wir haben es geschafft, Kudando. Wir haben hier bei Mango diesen Dreckskerl besiegt. Übrigens, Kudando. Was war denn das für ein kleines Blättchen, was du da aufgehoben hast? Ihr beiden lacht da unten. Dalton im Wassergraben. Ich weiß auch nicht. Wir sollten gleich irgendwie später ein bisschen darüber reden. Aber erstmal wollen wir die ganzen zerstörten Gebäude wiederherstellen. Ja gut, dann mach das mal. Freut mich natürlich, dass sie mir die Arbeit abnehmen. Das ist natürlich wirklich schön. Ach, guck mal. So, und die Basis ist fast wieder im Urursprung. Im Normalzustand. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Hier vielleicht noch. Ja. Und jetzt machen sich alle wieder zurück ans Werk. Was auch immer die gemacht haben. Und warte mal, ich muss mal ganz gucken. Hatte ich denn nicht hier schon... Ich wollte nämlich die ganze Zeit schon den Zaun hier vervollständigen. Und da reden wir gleich, ne? Weil die wollen, glaube ich, auch wissen, was Sache ist. So, hier so ein bisschen, ne? Und dann können wir hier vielleicht auch nochmal den Zaun weiterführen und da einen Weg dann machen. Hier mit dem Wassergraben müssen wir mal gucken, ob wir den noch weiterführen oder wo auch immer wir den hin
verpflanzen. So ein bisschen Arbeit muss hier noch auf jeden Fall getätigt werden. Zack. Und das Wasser da oben muss umgeleitet sein. Aber das alles erst, wenn Leben eingehaucht wurde, dem großen Koloss, dem Baum. So, Chaco, nicht essen, sondern reden. Kurando! Vielen Dank, dass du Hibabango besiegt hast. Ja, genau wie Mimisum gesagt hat, hast du das Blatt des Ursprungs erhalten. Und damit kannst du den Tropfen des Windes herstellen. Kurando, hier, bitte nimm das. Oh, okay. Ach, von allerlei Dingen, die wir hier erzeugt haben, jeweils drei. Das ist ein Teil der Zutaten, die du brauchst, um den Windtropfen zu erstellen. Ich dachte, dass sie dir helfen werden, deshalb habe ich sie gesammelt. Also, Kurando, geh zur Werkbank und bau den Tropfen. Okay. So. Ganz oben. In erster Reihe. Gelagert, da haben wir ihn. Und dann wollen wir mal gucken. Ein bisschen Magie hier und dort. Hokus pokus. Und wir haben das Blatt verwandelt und den Tropfen drauf platziert. Und nun, was mache ich damit? Chaco, komm mal her. Wow, Kurando. Du hast ja schon den Windtropfen hergestellt. Endlich hast du es geschafft, sagt Shido. Es schien neben dem Blatt des Ursprungs noch einige andere Sachen zu geben, die du dafür brauchst. Also Kohl, dann ein bisschen Weizen und hier Zuckerrohr, ein bisschen Hirse, ne? Tomaten und natürlich auch Kürbisse. Ja. Das sind die fünf Felderzeugnisse, die Magil und wir alle zusammen geschaffen haben. Und natürlich auch die Blumen, die wir, die vom Pakt bewahrt wurden und die wir geschaffen haben. Auch sie helfen dabei, den Baum der Weisheit auf dieser Insel zu vervollständigen und zu beenden sozusagen. Also Kurando, platziere das Blatt des Windes an dem besagten Ort. Okay, da muss ich mal gucken. Wo denn? Ein Herzchen. Ganz bestimmt oben auf der Spitze, oder? Das ist dann natürlich ein sehr, sehr, ehrenvoller Gang, den wir hier jetzt beschreiten nach oben. Auf die Spitze des großen Baumes. Und hier platzieren wir nun den Tropfen auf dem heißen Stein. Nicht, sondern auf dem Blatt des Ursprungs. Okay. Ja. Jawohl. Was passiert denn jetzt? Der Baum entsteht und zeigt sich in seiner ganzen formvollendeten Schönheit im Zentrum unserer Basis. Und dadurch wächst und gedeiht das Grün wie zu früheren Zeiten hier auf Monsoda. Monsoda wurde wieder gesegnet und das Grün ist zurückgekehrt. Und damit haben wir die Mission hier abgeschlossen. Jawohl. Sagt mal, was mir gerade auffällt da auf diesem kleinen Symbol vom Baum, hat er dann trauriges Gesicht. Sieht so aus, als ist zwei Punkte und ein kleiner, so ein schiefer Mund, oder? Der Baum sieht so traurig, verbittert aus. Was ist denn da los? Der kann sich doch jetzt freuen. So. Kopf aus dem Wasser und dann schauen wir mal. Und eine Stimme spricht zu uns. Junger Bilder. Ich bin als neuer Baum vervollständigt worden und wache nun über Monsoda. Ach, der Baum spricht. Damit ist der böse Wind gestoppt. Und der Wind der Weisheit fegt wieder über diese Insel. Kurando, ich danke dir und deinem Bauvorhaben. Okay, schreit Chaco, was ist jetzt los? Kurando, bitte schau. Das Grün, es ist zurück auf der Insel. In der Nacht, in der der Baum vervollständigt wurde, haben die Menschen zusammen ein großes Bankett veranstaltet. Sie haben gedacht an die Leute, die früher hier gelebt haben auf der Insel, haben den neuen Baum erblickt und sich gefreut. Mit einem großen Lachen im Gesicht haben sie sich wirklich Spaß und Freude. Und ja, sie haben sich
gegenseitig, ja, ne, haben sich wirklich gefreut. Und ein leichter kleiner Wind kam aus diesen, sie haben ihre, sagen wir es mal so, sie haben wortwörtlich ihre Wangen benetzt mit Freudentränen. Und dann kam aus dem Wind, aus dem Baum ein lieblicher kleiner Wind, eine Windböe, und die hat dann die befeuchteten Wangen gestreichelt. So leicht pathetisch formuliert steht es da geschrieben tatsächlich. Okay, ich habe versucht, es ein bisschen freier zu übersetzen, aber das war hier, ihr kriegt die volle Ladung hier, versprochen. So, und dann ist der nächste Tag angebrochen. So. Ja, und was ist am nächsten Tag denn? Ich bin gespannt, was uns erwartet. Kurando. Boah, wir haben aber echt bis spät in eine Puppen hier Party gemacht. Dank dir, Kurando, konnten wir einen neuen Baum schaffen. Oh, wir konnten auch dank dir hier mithelfen. Den Baum vervollständigen, Kurando. Alles nur, weil du hier warst. Und Jibako sagt, oh, unglaublich, dass jemand, der ein Gesicht hat wie du, dass das ein Bilder ist und solche Dinge schaffen kann. Unfassbar. So, und so ist Monsora genauso zu einer tollen Insel geworden, zu einer weisen Insel, wie es damals der Fall war. Und jetzt ist tatsächlich mein Traum erfüllt und wahr geworden. Traum also. Langsam habe ich das Gefühl, dass ich verstehe, wovon ihr immer redet. Dass etwas, der Pfad, den Traum zu gehen, ist etwas, von dem man nicht abweichen sollte. Egal was passiert. Egal was ist, welche Form er auch annimmt. Okay. Träume sollte man vervollständigen, verwirklichen. Du! Genau so sieht's aus, Shido. Und mein Traum ist es immer noch hier, Bürgermeister zu werden, Dorfvorstand. Und den Traum werde ich natürlich nicht aufgeben. Kurando, vielen Dank für alles. Das Treffen mit dir war das allergrößte Erzeugnis überhaupt. Okay. Und damit sind alle glücklich. Chaco möchte noch was von uns. Alle feiern, alle sind glücklich, freuen sich und sonst was, was sie alle Sache ist. Und sie, was macht sie denn jetzt hier? Sie läuft. Ah, sie läuft zu mir. Sie will mich. Irgendwas will sie. Will sie mir danken? Will sie mir ein ganz besonderes Geschenk machen? Folge mir bitte nicht. Höchstens, wenn ich in meinen Privatgemächer schreite, die ich immer noch nicht gebaut habe übrigens. Warum auch immer. Ich hatte zu hohe Ambitionen scheinbar mit der Insel hier. Aber müssen wir mal gucken. Chaco. Wir reden gleich mit dir. Ich muss mal kurz gucken, haben wir denn noch ein bisschen Holz eigentlich? Kein Rohholz, da müssen wir nochmal sammeln gehen. Aber noch hat Chaco eine Bitte, der wir uns annehmen werden. Aber nicht jetzt, sondern erst gleich in der nächsten Folge irgendwann, wann ihr die auch seht. Und dann gucken wir uns auch diese schönen Bilder hier an, ne? Uiuiui, guck mal, 7-Eleven. Oh, ein Convenience Store. Meine Güte, das ist toll, das ist fantastisch. Da werden wir nochmal aufgucken, aber jetzt erst einmal. Schluss hier, Schicht im Schacht. Monsoda ist befriedet, der Affe ist tot. Und so ist auch die Klappe zu jetzt hier. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Könnt ihr nochmal kommentieren, liken und machen. Ich freue mich auf euch. Und bis dahin. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.